herzlich willkommen bei Hendrix Getrunken, solidarisches Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm. Das heißt, jeden Tag haue ich ein Video heraus, solange wie ich es aushalte in der Corona-Krise, damit ihr zu Hause was zum Glotzen habt. Und das treibt mich in eine verzweifelte Lage. Ich muss nämlich mir was ausdenken, gell? Oder auch nicht. Ja, in der Not frisst der Teufel Fliegen, da schaue ich sogar mal in die Kommentare, was es da für Vorschläge gibt. Und wenn einer besonders einfach ist, sich besonders mühelos umsetzen lässt, dann hat er jetzt eine Chance, von mir umgesetzt zu werden. Also nicht der Kommentar, sondern die Idee in dem Kommentar für eine neue Folge. Jemand in den Kommentaren hatte nun eine Idee, die ich umsetze. Er sagte, ich solle doch mal testen, ob Karlskrone in der Flasche oder in der Dose besser schmeckt. Und habe ich mir gedacht, eine ganze Folge einfach dadurch entstehen lassen, dass ich Bier trinke, das ist eine Idee. So, das werde ich also nun tun. Und vorneweg möchte ich erstmal schicken, dass ich nicht von Karlskrone gesponsert werde. Ich habe nichts gegen Karlskrone. Ich habe nichts für Karlskrone. Ich bin nur Konsument, ja, und teste dieses Produkt. Dabei kommt nur meine ganz eigene Meinung heraus. Ja. Heilkapitalismus. Mehr gibt es da nicht zu sagen und auch nicht zu verklagen. Wie wird dieser Test nun aussehen? Fangen wir ganz simpel an. Öffnen wir beide Gefäße. Fangen wir mit der Flasche an, ne? Weil die irgendwie klassischer ist. Früher gab es das gar nicht in Dosen, wenn ich mich recht entsinne. Da gab es das nur in den Flaschen. Als dann die Dosen kamen, was haben wir frohlockt. Wir haben gedacht, endlich nicht mehr aus Plastikflaschen trinken, aber haben es dann nachher doch getan. Entschuldigung, ich hatte natürlich schon zur Vorbereitung ein bisschen Karlskrone getrunken. Naja, zwei gehen noch. So. Das klassische Plastikflaschenbier, oder? Süffig, vor allem wenn man es säuft. Klassisch Karlskrone. Schmeckt mir tatsächlich mittlerweile gut. Da seht ihr, wie weit es gekommen ist. Naja, der Mensch ist ein Gewohnheitsbier, Tier. Und sowas kommt von sowas, nicht wahr? Jetzt kommen wir zur Dose. Schon ganz anders. Dosiger. Der Geschmack ist anders. Ich bilde mir ein, einen Unterschied zu schmecken. Metallischer könnte man das hier nennen, aber vielleicht ist das auch nur eine Assoziation, die gerade aufblitzt, weil ich Metall in meinen Händen halte. Irgendwie feinprickliger, breiter, aber auch schmaler im Geschmack, während das hier eher schaumsäumiger ist oder saumschäumiger und, wie soll man sagen, weicher. Ja, ganz gewiss. Aber, um da wirklich auf Nummer sicher zu gehen, werde ich beides nun einmal aus dem Glas probieren und schauen, ob der Effekt damit aufgehoben ist. Denn wir sind hier ja wirklich wissenschaftlich unterwegs im eigenen Sinne und wollen alle Störfaktoren ausschalten. Außer mal, also nicht so ausschalten. Ihr wisst, was ich meine. Das war jetzt so ein Witz, so den ausschalten. Das war jetzt nicht eine Waffenimpression. Das war, ich habe gehustet in meine Armbeuge, aber ich habe einen Krampf. Da kann man. Komm, egal. Das hier ist die Flasche. Dose. Scheint anders zu schmecken. Scheint anders zu schmecken. Doch. Wir gehen jetzt auf Nummer noch sicherer. So. Indem wir jetzt da einiges reintun, damit wir auch eine angemessen große Testmenge haben.
Diese Testmenge soll gleich groß sein. Wir warten, bis der Schaum sich hier gelegt hat, um zu schauen, dass es auch gleich groß ist. Denn wir werden jetzt eine doppelt verblindete Studie machen. Das habe ich ja schon mal beim Kaffee gemacht. Nun also hiermit. Doppelt verblindet. Was heißt das? Wir haben hier zwei Gefäße. Das ist doppelt. Und dann werde ich mich gleich mit dieser Augenmaske hier verblinden. So, ganz einfach. Die Dinger kriegt man überall, gar kein Problem. Ich habe so viele davon. Die Hälfte habe ich schon einfach weggeschmissen. Das war, was will man mit der Scheiße? So, die werde ich mir gleich überziehen. Und dann werden wir sehen. Ich schaue jetzt, welches Glas welches ist. Denn an einem ist so eine Kerbe, die man schwer fühlt, wenn man das in der Hand hat. Aber wenn man danach sucht, dann findet man sie auch. Hier ist sie nicht. Das heißt, sie muss ja schon hier sein. Hier ist sie. Hier. Hört ihr das? Ja, genau. Ich werde mich nun verblinden. Und dann werde ich diese Gläser so lange tauschen, bis ich nicht mehr weiß, welches welches ist. Und dann werde ich trinken und schauen, ob ich das auseinanderhalten kann. Das wird ganz schön verrückt. Also, die Kerbe ist die Flasche. Ne? Flasche, Kerbe, muss ich mir irgendwie merken. Flasche, Kerbe, Flasche, Kerbe. Klar, nee. Flasche, Kerbe. Doch, kann ich mir merken, oder? Moment, ich mache es einfach so. Ich schreibe hier Kerbe drauf. So. Kerbe. So, das reicht. Also, so ungefähr. So, geht das so? Jetzt habe ich mir Haare eingeklemmt. Yeah. Wisst ihr was? Die Dinger sind einfach scheiße. Ich nehme das hier. Das ist tausendmal besser. Ne? So. So, 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 so. Hinter die Ohren klemmen. Und jetzt nochmal gucken, wo die Dinger stehen. Und los geht's. So, ich werde dabei reden, sodass ich auch ganz sicher nicht mehr weiß, was wo ist. Ja, ihr werdet mir jetzt vielleicht nicht glauben und werdet denken, das muss er doch wohl wissen. Ne? Aber ganz ehrlich, ich könnte euch, wenn ich würde, will ich aber nicht, meine Zeugnisse zeigen und meine Mathe-Noten, ich kann es noch nicht mal aussprechen, ne? Aber im Rechnen, da bin ich eine echte Null und im Zählen auch. Also, so was ich hier merken, Pustekuchen. Mit mir kann man das komplett vergessen. So, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Und jetzt probiere ich. Puh, was ist das hier wohl? Schmeckt eher nach der Flasche. Hier ist die Flasche, das ist die Flasche. So, jetzt schauen wir nach, ob es stimmt. Nee, oder? Das kann nicht wahr sein. Es war die Dose! Ja, hier ist die Kerbe! Das kann nicht wahr sein! Ich hätte schwören können! Das hier wäre die Flasche! Ich war mir so sicher. Ich werde nicht mehr. Ich habe es nicht hinbekommen. Die Pisse schmeckt. Ich muss sagen, ich muss gleich mal zur Toilette. Ne? Die Pisse schmerzt. Die Pisse schmerzt in meiner Blase. Ich muss gleich zur Toilette. Aber das Getränk ja, das schmeckt immer gleich. Ob aus der Plastikflasche oder aus der Dose. Ob das auch anders schmeckt, wenn man es hier draus trinkt, da gibt es halt nicht die Möglichkeit, die Störfaktoren zu beseitigen. Also wer weiß, es macht auf jeden Fall einen Unterschied für den Trinker. Das sage ich euch. Und es macht einen Unterschied für die Passanten, die einen dabei sehen, wie man das hier trinkt. Denn Plastikflasche ist so wirklich unterste Kajüte. Selbst die Leute in ihren vollgepissten Jogginghosen am Hauptbahnhof trinken Oettinger. Ne? Den Scheiß hier, den Scheiß, also Scheiß, das sagen wir in unserer Region so zu allem. Ne? Nicht nur zu irgendwelchen Marken, die wir irgendwie beleidigen wollten, was wir aber nicht tun hier in dieser Region, zumindest ich nicht. Scheiß, oder weißt du, so, ach, ich liebe diesen Scheiß, oder so nennt man vielleicht auch seine Mutter, ne? sein
seine Füße, den Himmel, Gott, alles, ne? Also wir Scheiß, das ist wie mit den Schlümpfen, die immer verschlumpft sagen, oder Pikachu, der zu allem Pika Pika sagt, ne? Wir sagen hier Scheiß, ne? Das ist nicht despektierlich gemeint. Der Scheiß hier, wenn du mit dem rumläufst, dann weißt du dich nicht als Outdoor-Helena-Fan aus, denn ich will nicht verklagt werden, wisst ihr, was ich meine? Aber wer trinkt das hier schon aus der Plastikflasche, aus der Dose, ist recht unverdächtig. Die meisten wissen gar nicht, dass Karlskrone Dosen gibt. Die meisten wissen gar nicht, dass Karlskrone gibt. Die sehen halt nur Plastikflasche und denken sich, was ist das denn für einer? Ne? Das ist markenunabhängig, Plastikflasche, kommt nicht gut an bei der Durchschnittsbevölkerung. Da scheißen wir drauf. Ich werde weiterhin bevorzugt zur Plastikflasche greifen, weil mir ist sowieso alles egal. Und man kann sie wieder verschließen. Das ist für Outdoor tipptopp. Jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, ja, aber da sind doch vielleicht Weichmacher drin oder so. Weiß ich nicht. Aber so aus Plastik trinken kann natürlich sein, dass man da Mikroplastik in sich aufnimmt. Aber ist hier nicht Aluminium drin? Bringt einen das nicht auch rum? Also, wie sieht's aus? Was sollen wir tun? Hilfe, Outdoor-Helena, rette uns. Ja, am besten kein Alkohol trinken, nichts mit Plastik anfassen. Und im Wald nackt herumspringen, obwohl ich davon abrate, weil das könnte illegal sein. Karlskrone aus der Dose oder aus der Flasche. Ich kann keinen Unterschied feststellen, wenn man es in einem neutralen Gefäß zu sich nimmt. Ansonsten ist es Geschmackssache, Gehirnsache, Schamsache. Wie viel hat man? Wie viel hat man schon verloren? Würde, das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, überlebt? Oder? Das geht nicht. Moment, aber so. Habe ich schon sterb gesagt? Fangen wir nochmal von vorn an. Überlebt! Oder? Ja. Stopp.